Habibis, Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder schön, da zu sein. Ich war das ganze Wochenende in Köln auf der FIBO und habe Videos gedreht. Boah, aber was für Videos. Die bekommt ihr auf jeden Fall die Tage auf dem Hauptkanal. Aber es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, euch wieder alle zu sehen. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, der sieht uns doch gar nicht. Doch, ihr seid alle in den Kommentaren und deswegen sehe ich euch. Also, ich würde sagen, es ist so viel passiert. Und das Krasseste ist, ihr wisst ja, dass Mois und Barello, also Mois den Statement auf Barellos Kanal abgegeben hat. Kurz bevor ich nach Köln gefahren bin, saß ich hier. Nimm das Ding auf. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir noch ein Video aufgenommen. Nimm das Ding auf. Auf einmal gucke ich, mein Streamlabs kackt ab. Da hat es nicht mal aufgenommen. Ich saß hier umsonst fast eine Stunde und habe eine Reaktion gemacht. Einfach umsonst. Also, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr lasst es euch schmecken. Ja. Ich sage, let's go in the window. Wir fangen erstmal damit an. Rapcheck postet Arafat Interview über Bushido, Anna Maria mit Barello zusammen. Boah. Ey, es ist so viel passiert, auch wie viel Beef wir jetzt hier haben. Zeigt mir einfach nur, dass ihr alle da seid, dass euer Support da ist. Ich küsse eure Herzen. Mal danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und Glückwunsch wegen der Gerichtsverhandlung. Was ist das für dich für ein Gefühl, als Sieger sozusagen hervorzugehen? Erstmal danke für deine Glückwünsche und dass wir diese Konstellation, dass er hier in Berlin ist. Das war wirklich Zufall. Der rief mich heute an und sagt, ich bin auf dem Weg nach Berlin. Er hat ein bisschen Muffensausen gehabt. Ja. Da habe ich gesagt, ey, Gast ist König. Komm, er hat circa 20 Mal angerufen. Aber ich habe ihn vergewissert, auch gegenüber meinem Bruder Yasser alles in Ordnung ist. Vergessen und verziehen. Viele sagen sich, ja, wie, wo, was. Aber verzeihen ist immer gut. Und ja. Hat er sein Wort gehalten aber? Boah, es brennt ein bisschen schon. Ja, er hat sein Wort gehalten. Ja, Wallah, Papa, alles gut. Ja, Wallah. Und ich liebe ihn, Wallah. Ich war auf dem Weg. Wichtigste ist an der ganzen Sache, es war für mich kein Spiel. Es war für mich hat es begonnen, am 22.11.18. Ja, die Gerichtsverhandlungen haben dann ein bisschen später angefangen. Ich war dann zwischenzeitlich 3 Wochen auch in U-Haft, wegen dieser ganzen Scheiße. Ja. Wie war die Zeit für dich? Hat das irgendwie auch so gesundheitlich bei dir irgendwas hinterlassen oder mental? Oder dachtest du von Anfang an, okay, ich habe nichts Falsches getan und ich werde als Sieger hervorgehen? Ich war nur 8 Monate im Knast wegen Bushido. Entschuldig. Der kommt einfach so voll geladen aus der Ecke, richtig abgefuckt und sagt, ich war nur 8 Monate im Knast wegen Bushido. Ey, ich habe gestern Abend Clips zugeschickt bekommen. Gestern Nacht, als ich heute aufgewacht bin, habe ich mir die Clips reingezogen. Yasser Abu Chaka gegen irgendeinen Kurden. Ich sag euch, ne, wenn ich das hier einblende, werden wir, glaube ich, sofort gesperrt oder so. Aber YouTube, dennoch dient hier alles zur Unterhaltung. Das ist alles nur Show, was diese Jungs hier treiben. Ey, Leute, ich werde gucken, ob ich das ins nächste Video einbaue. Wir machen jetzt erstmal locker. Und in das nächste Video baue ich das mit ein. Ihr kriegt Schock. Alter, was da passiert ist. Oh mein Gott, ich glaube, Yasser wurde sogar gesperrt. Ja, mein Bruder Hesser war wirklich 8 Monate wegen ihm. Er sagt immer natürlich nicht wegen ihn, hat andere Gründe und Dänemark. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will auch gar nicht so viel preisgeben, weil ich bin auch ehrlich zu dir. Jetzt, ich glaube, ab von heute an noch so 10 Tage fange ich alles auf. Wow. Das heißt alles. Wer mit Polizei kommt, werde ich ihm genauso entgegenkommen. Wer auf Straße kommen will, ich komme ihm genauso entgegen. Wer mit Mann kommen will, ich komme genauso mit ihm gegenüber einem Mann. Also Zahn um Zahn? Ich werde jedem das geben, wie er ist. Boah, geil, Digga. Auf das warten wir schon länger, weil das hat er uns ja schon vor ein paar Monaten hat er uns das ja versprochen, dass er auspacken wird, komplett. Dass vor allem wir YouTuber auf nichts mehr reagieren werden, außer auf ihn. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das wirklich kommt.
Ganz ehrlich, ich werde genauso handeln, wie der andere handelt. Weil ich werde mich nicht. So, er hat geredet, ich gehe zu dir, Hose, ich. Dann ruft er mir die Bullen, mhm. Sowas läuft nicht. Oder der mir, der 100 Stunden Aussagen gemacht, ich werde keine Aussage bei der Polizei machen. Das kann dann die Polizei von meinem Internet nehmen, was ich dann expose, was ich dann aussage, über was ich rede oder was ich mache. Das muss ja dann jeder selber wissen. Und zum Beispiel, es gibt hier, kann ich mal vorstellen, ich habe mit einem Kollegen hier ein Buch. Was? Er bringt ein Buch raus? Arafat Abu Chaka Klartext. Rausgeholt, da sind ein paar Sachen. Was steht da? Die Blabla des Herren Bushido. Liebe Grüße an der Stelle an Bushido, Anna Maria, Bonnie und Clyde und deine Schwiegermutter, die kommt auch vor. Wenn ihr die Eier habt, das hört sich gerade so ein bisschen straßenlang, wenn ihr die Eier habt, geht gegen das Buch vor, weil dann muss man das ja beweisen vor Gericht, ob Versicherungsflüge stattgefunden haben oder nicht. Mal gucken, ob die Staatsanwaltschaft mal raufspringt. So, über 1 Million Steuerhinterziehung. Ne, ist ja nicht Steuerhinterziehung, über 1 Million Versicherungsbetrüge. Schämlich. Und die Steuerhinterziehung kommt noch. Mhm. Wie du mir alles... Guck mal den. Er freut sich richtig, Digga. So wie diese Blutsauger, wie das Finanzamt, die Steuerfahndung und wie sie alle heißen. Ich werde dir alles zurückgeben. Alles. Und liebe Grüße an euch beiden. Aber nur mit der Wahrheit. Nur mit der Wahrheit. Und hey. Keine Geschichten aus... Ihr wisst doch. Sobald du dann sagst, das stimmt nicht, dann kriegst du wieder was zu. Okay, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushidos. Ja, dann müsst ihr es glauben. Du hast gerade etwas angeschnitten, und zwar, dass du bald sozusagen indirekt auspacken willst oder vielleicht auch ganz direkt. In was für eine Form? Ganz direkt. In was für eine Form erwartet uns das? Also ich so werde, Livestream? Naja, ich werde einen Twitch-Account machen und ich werde Podcast machen mit einer Person, okay. Die werde ich noch nicht verraten, wer es ist. Das ist aber jetzt nicht Barello. Nein, das ist okay. Habe ich schon mal erklärt. Das ist nicht Barello, nein, na klar. Ich werde da auch was für was, naja, wie soll ich sagen, nicht so TikTok-Style. Von TikTok bin ich komplett raus. Dürft ihr überhaupt noch einen TikTok-Account haben? Beispiel, sagen wir mal so, und wenn ich darf, will ich nicht. Ich okay. bin raus auf TikTok. Also und bei dir? Also ich wollte nicht raus, aber ich bin schon raus, aber jetzt juckt mich auch nicht mehr. Ja? Also Alhamdulillah, mir geht's gut, ich fange mit was anderes an. YouTube bin ich, Twitch. Und ich juckt das gar nicht, Wallah. Man ich muss hab ihn immer gerufen, komm live, Wallah. Ich mein's ernst, er hat mich wirklich immer angerufen, komm live. Mich hat das nicht gejuckt. Es ist doch egal, wie ich war. Es hat ja Spaß gemacht. Man hat eine Zeit wirklich, es hat ja wirklich Spaß gemacht. Man hat ja die Leute unterhalten. Ja. Also, ihr habt ja schon Trends gesetzt, muss man jetzt einfach sagen. Man muss euch diesen Hack geben. Aber das war keine Absicht, dass wir uns, ey, machen wir so. Das war wirklich alles spontan, auf cool. Und danach ging es einfach in eine andere Richtung. Und jetzt mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr angucken, weil das geht unter die Gürtellinie und damit möchte ich nicht so. Wo wir bei diesem Thema sind. Ein Comeback von euch beiden in irgendeiner Form, könnte das vielleicht stattfinden? Wallah, Papa Ari entscheidet, ja, also er ist der King. Ja, man sagt niemals nie. Man weiß nie, was man sollte. Man sollte niemals nie sagen, aber ein Comeback, also der Altersunterschied zwischen mir und ihm ist so ein bisschen größer. Aber viele sagen, ja, kennst du das, wie kannst du dich mit ihm abgeben oder wie kannst du dich mit anderen abgeben? Du bleibst jung. Das ist wie mit kleinen Kindern. Wenn du kleine Kinder hast, bleibst du jung. Aber irgendwas muss ja Barello richtig gemacht haben, sonst hättest du ihm ja nicht so viel Zeit gegeben oder Gesicht gegeben. Sagen wir mal so, er hat bestimmt mehr falsch als richtig gemacht. Aber ich war immer nett. Das haben wir nicht immer angerufen, ne? Ja, aber du kannst ja nicht irgendwo in die Suppe reinspucken und... Aber hast du ihm auch was Gutes beigebracht? Ich habe ihm eigentlich nur Gutes beigebracht. Ja, Wallah, nur Gutes. Das Beste, was er dir beigebracht hat? Beten, dass er gesagt hat, bete, Wallah, das ist wichtig. Digga, Barello hat mir gesagt, als ich mit ihm gedreht habe, ich habe noch einen ganzen Vlog mit Barello. So über ihn ein bisschen, über seine Vergangenheit, über seine Zukunft. Und da hat er gesagt, er würde für Fame alles tun. Alles. Er hat gesagt, ich würde für Fame alles tun. Vor der Kamera. Und ziehst du es noch durch? Ich bin ehrlich, Ramadan schon jetzt wieder umgehört, ja. Allah nicht festigen, kehrt wieder zurück, aber Challah. Das rate ich auch jedem. Was erwartet uns in deinem Buch? Kannst du vielleicht so ein paar Hinweise geben also ich sag für die Leser?
Ich sage euch ernsthaft, das Buch ist interessant. Man kann auf jeden Fall mal reingucken, wer Bock hat. Aber das ist so, was ich im Kopf habe, sind das nur 2%, was im Buch vorkommt. Die anderen 98% werde ich euch, so Gott will, inshallah, so über 2 Jahre euch unterhalten. Boah. Was erwartet? Was? Über 2 Jahre Content haben wir, Leute. Wartet uns noch von dir, aber außer das Buch. Mit der Wahrheit und Beweise. Nicht Geschichten und. Mit Fakten, Leute. Fakten. Es soll alles zu seiner Zeit. Reden wir von Fakten und Beweise mit Dokumente? Videos, Fotos, sowas. Also ich bin mir sicher, dass wenn Arafat sowas anspricht, ja, und sowas ansagt, dann bin ich mir sicher, dass da vieles dahinter steckt. Dann werden wir bestimmt hier sitzen und so, was? Geil. Alles Mögliche. Aber nicht nur über, es geht auch nicht nur über Bushido oder Anna Maria oder seine Schwiegermutter oder über Sarah Connor. Es geht auch viele, viele andere. Rapper zum Beispiel? Sehr viele. Die mit die. Weil er sagt ja, wenn ihr polizeilich kommt, komme ich auch. Wenn ihr auf der Straße kommen wollt, komme ich auch so. Also das heißt, dass ganz viele Rapper, ich meine, Bushido wird bestimmt nicht so mit Straße kommen, ja. Wer weiß, wer da alles dahinter steckt. Aber wir werden es ja erfahren. Boah, ich bin so neugierig. Die zum Beispiel zusammengearbeitet haben oder auch außerhalb der. Unter anderem. Okay. Unter anderem. Interessant. Du willst jetzt wahrscheinlich keine Namen nennen, deswegen lasse ich das jetzt auch einfach mal sein lassen. Wenn du die Möglichkeit hättest, da wir schon über Rapper reden, würdest du wieder so einen Weg gehen mit einem Rapper? Sagen wir, du findest jetzt einen, der ist super talentiert, der stellt sich dir hier vor, so wie damals. Würdest du mit ihm diesen Weg gehen, ihm nochmal aufbauen, also dein Wissen weitergeben? Wo dieser Bruch war, ist ja offenkundig, da habe ich so halbherzig so mit ein paar Rappern gearbeitet, wirklich halbherzig. Mit deinem Label, was du dann noch aufgemacht hast. Ja, so eine spontane Idee. Ich hätte es auch rückgängig gemacht, sage ich dir ehrlich. Und nicht um die Jungs sind alle cool, super. Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommt, der richtig, richtig krass talentiert ist, würde ich ihm sagen, lass es sein. Das ist der falsche Weg. Geh, find zu dem Glauben. Aber ich sage, lerne Ausbildung, aber fang nicht damit an. Ich dachte auch, er baut das also jetzt auf. Ich würde es nicht mehr machen. Nie im Leben würde er es machen. Nach so einer, guck mal, wenn ihr mich fragen würdet, ob ich sowas wie eine Dose und wie die andere sowas nochmal machen würde, niemals, Digga. Nie im Leben. Und bei ihm ist das 10-fache schlimmer. Nie wieder. Kommt nicht mal in Frage, nicht mal ein Prozent. Aber aus islamischen Gründen, ne? Oder? Also, guck mal, er ist so ein Gangster, so ein V-Schieden. Du musst dir ja vorstellen, na klar, aus Islam, ich bin ja Muslim. Okay? Ich habe viele Fehler gemacht, möge Allah mir verzeihen. Und es gibt wichtige Dinge, wo du dich drauf konzentrierst. Als, weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ich will Rapper werden, ich will dies werden, oder dann bist du ein Vorbild. Viele denken, ja, voll geil, wenn ich sage, Mutter, ich verkauf Kilo, ich mach dies, ich mach das. Weiß ich nicht. Also aus Erfahrung. Hat einer der Rapper, der jemals bei dir war, wirklich verkauft oder das getan, was er in den Songs gesagt hat? Eher andersrum. Alles okay. Vormänner, ja. Okay. Aber okay. Keine Waren, wo man sagt, die sind real. Wirklich gar nichts. Also alles, was dort passiert ist, waren einfach so reine Geschichten, nein, die erzählt wurden. Die waren selber Konsumenten, ja. Okay. Aber okay. Dass sie selber so auf cool gemacht haben und ich bin ein dicker Max und ich bin Gangster und ich bin dies und ich bin das, keiner. Wie? Seht ihr? Sogar ein Arafat sagt, keiner von denen war sowas, was die da so erzählen. Keine Selbstkonsumenten. Da sieht man eigentlich, wie viele Blende dahinter stecken, ne? Wie ist dein aktuelles Verhältnis zu der Rap-Szene? Bist du noch mit Leuten cool oder sagst du, du willst lieber raus darauf? Alhamdulillah, kein Verhältnis. Krass. Barello hat ja, als er noch mit dir sehr guten Kontakt hatte und ihr euren Hype hattet auf TikTok, hat er einen Song rausgebracht. Was hast du ihm da geraten bei dem Song? Wie war auch die Phase mit ihm? Ich bin ehrlich, das war so mehr Jux und Dallerei.
Also das war jetzt Leute, das ist dabei, das weiß ich. So ein bisschen Spaß. So. Ja, das war mit Humor und so. Ja, aber jetzt möchte ich kommen, ich werde mich gerne Musik raushauen. Also Papa hat damit nichts zu tun, ne? Wie? Ja, meinst du mit Yasser Feature? Ja, wirklich? Ja, aber das ist eher so eine Parodie, Komödie, so, jetzt nicht so, dass man sagt, keine Angst an die ganzen Gangster-Rapper. Bleib Gangster-Rapper, verarschen Leute. Kannst du schon ein paar Infos geben zu deinem Song mit Yasser? Yasser, also, du vielleicht auch? Yasser habe ich wirklich vor, YouTube alles aufeinander zu nehmen, Trend 1 zu holen, um zu zeigen den Rapper, wo deren Platz ist. Ne? Weil ich weiß schon, wir holen die 1 dann. Und ja, wir gucken. Ne? Yasser hat gute Stimme, muss man ehrlich sagen. Und war der gute Stimme? Lasst euch überraschen. Aber ich würd dir auch raten, Barello, mach dein Ding. Ja. Mach keine, ich bin Partei hier, Partei. Sei zu jedem cool, in Ordnung. Mhm. Digga, das kann nur so Comedy werden. Das kannst du niemals ernst nehmen, wenn die beiden zusammen einen Song machen. Aber lass dich verarschen. Hundertprozentig, wallah. Man kann sogar Yasser singen wie Ibrahim Tat, das ist Feature mit Barello zusammen. Das. Ja, das ist einfach Show, Digga, Comedy. Gut, dann machen wir weiter. Wir bleiben genau bei derselben Truppe. Barello und Yasser nehmen Kurt Ibo Hops. Hamid und Hamza, die beleidigen meine Schwester, das hat mich richtig berührt. Wallahi, Abi, das ist nicht normal. Frau, Schwester, Mutter, alles. Die beleidigen uns, die werden alles machen. Ich leg euch mal was ans Herz. Lasst die Familie beiseite. Meine Scherz, macht die Spaß miteinander, macht. Aber lasst die Familie beiseite. Das ist unterste Schublade. Wallahi, ehrenlos. Das ist einfach eklig. Ibo! Ja. Es ist mir schön. Wallah, sehr schön. Hier, wir sind hier, mashallah. Ich bin gerade bei dieser... Du bist in einem Dorf. Hä? Du bist im Dorf. Nein, ich bin, wo die Touristen sind hier. Wo die ganzen Touristen sind. Das schöne Meer da, Meer, schöne ja. Meer. Ich bin noch bei... Hier ist der Meer. Nicht. Ist der wirklich im Izmir? Steigen jetzt im Boot ein, dann gehen wir rüber. Okay. Kennt ihr diese Leute, die fliegen in irgendwelche Dörfer, machen da so Urlaub, sind am Meer... Und dann posten sie und markieren so Miami. Ja, das sind doch nicht schlecht, Bruder. Ich küsse dein Herz, wallah. Wie der Name? Oder die sitzen in einer S-Bahn und posten irgendeinen Flieger, ja, so ein Bild aus dem Flieger, so, und schreiben so, back home. Digga, du sitzt in einem S-Bahn. Crazy Leute, Digga. Haare wieder schneiden. Die sind kurz. Oh, ich hab meinen Akku vergessen. Wenn du nochmal irgendwas übertreibst und so, mit Yasser und so, bei Allah. Er fängt wieder Fitna an, so. Nein, aber bei aller Liebe, immer wieder kommt er dann zu euch. Das geht nicht. Scheiße, bauen und zu euch kommen. Was denn? Ja, Bruder, immer wieder. Ich sag so. Ich sag dir, warte. Bruder, sind gerade hier alles bauen. Das sind älteste Häuser. Also, die kosten über Millionen. Ja. Merkst du, also das alteste Häuser, die kosten über Millionen. Bruder, alteste Häuser, die kosten über Millionen. Erstens, alles klar. Zweitens, Bruder, diese Häuser wurden da mit Schaum einfach belegt, Alter. Ein Erdbeben, boom, ist alles weg. Ihr habt es doch selbst gesehen. Allein das, die Gebäude von meinem Cousin, ja, wo er leider verunglückt wurde mit seiner Family. Digga, wo das Gebäude abgestürzt ist, da haben die, meine Tante und so, als sie vor Ort waren, wisst ihr, was die da für billig Gebäude gemacht haben? Nur um wenig Geld zu bezahlen? Und was ist im Endeffekt passiert? Mit wie vielen Menschenleben mussten die zurückzahlen, Digga? Diese Leute wurden alle verklagt. Und einige von denen sind schon im Habs, Digga. Die diese Gebäude damals gebaut haben. Wallah, puh auf so Menschen. Was für Millionen, ich würde da nicht mal für Geld drin wohnen. Wallah, ich nicht mehr. Natürlich gibt es einzelne Häuser, die wunderschön sind. Es gibt auch Gebäude, die neu sind, ja. Aber das, der sagt, die alten Häuser kosten Millionen. Ich kann sogar sagen, wo das genau ist. Guck mal die Häuser an. Und die machen den innen drin, renovieren und dann verkaufen die. Und ein Bruder von mir hat hier eine gekauft, einen Laden. Hab ich? Warte, ich steck jetzt gleich ein Boot an. Das geht direkt gegenüber. Bruder, wo sind wir jetzt hier? Bruder, ich weiß die Straße nicht mehr. Steigst du jetzt ein Boot ein? Hä? Steigst du jetzt ein Boot ein? Ah, ich sehe. Guck mal, innen drehen, was die machen gerade. Guck mal. Siehst du?
Abgehört. Also, Shay, du hast ja nicht gesehen. Oder ich hätte viel zu viel Angst, dass jeden Moment da irgendwas zusammenkracht. Wallahu Akbar. Hey, was macht ihr heute noch? Sag mal ehrlich, was macht ihr mit diesem ganzen Geld? Bruder, warum macht ihr keinen Urlaub? Guck mal, was ist das? Die Last haben wir da. Oh Mann, ja. Das ist genau wie Italien, Sizilien und so. Du gehst rein, die Straßen. Kein Internet läuft. Ja. Ja. Nein. Ja. Wie? Niemals. Niemals. Allah, ich kläre das. Harano, du bist, habe ich schon ein bisschen geklärt. Harano, wie lange hast du Duldung schon? Harano, wie lange hast du Duldung? Was für Dildo? Was? Er hat kein Dildo. Digga, die sind so crazy. Jetzt fangen wir mit was ganz Interessantem an. Schnallt euch an. Ihr kennt doch alle diesen Typen hier, ne? Schaut mal, mit wem er live ist. Kurt Ibo, Digga. Das müssen wir uns reinziehen. Die sich trauen, nimmt der an. Nee, der nimmt nicht an. Der guckt. Ist das? 800 Leute. Ich dachte, der Vogel geht nur live, wenn man ihm einen Löwen oder ein Universum schickt. Wer ist das? Jetzt braucht er doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wo die Zahlen immer mehr runtergehen. Ich küsse eure Herzen, ihr habt's richtig gemacht. Ihr geht nicht mehr in seinem Livestream rein und deswegen geht er jetzt, mit wem kann ich live gehen, dass ich Aufmerksamkeit bekomme? Ja, das stirbt alles aus. Das 800 Leute, was guckst du so, Junge? Guck mich nicht so an. Du sollst mich nicht so angucken, hab ich gesagt. Ey, Ibo, du tust doch immer so, als wärst du so krass reich und wärst du so Clan-Chef von Europa und sowas, ne? Wieso hängst du in Izmir in irgendeinem so Ghetto ab? Warum? Warum bist du irgendwo in so einem Karşıyaka-Ghetto? Warum? Nenn mich nicht Bruder. Hör auf damit, Junge! Warte. Das schmeckt nach deiner Anne! Hast du Schweinefleisch geschmeckt? Haram! Haram! Soll Allah dich recht leiten, Allah! Allah, warum bleibt der Mutter jetzt? Heul doch, alter Mann! Heul doch! Los, mach deine Sonnenbrille wieder auf! Los, Jala, man sieht deine erweiterten Pupillen, man sieht das! Man sieht das! Man sieht, dass du dir wieder Nase gegönnt hast, alter Mann, man sieht das! Mach das! Willst du dich nicht um deine Kinder kümmern, anstatt hier auf TikTok abzuhängen? Hä? Schämst du dich nicht? An Ramadan hast du dich schon so verhalten und jetzt nach Ramadan immer noch so. Schämst du dich nicht? Ja, du bist Fanboy, du kennst alles von uns. Du rede nicht, Junge, rede nicht. Wer bist du überhaupt? Deine Haare, Junge. Wer bist du denn? Du Eierkopf. Junge, jetzt redet der über meine Haare. Bist du jetzt irgendwie Fashion-Styler, Friseur geworden oder was? Kürbiskopf. Kürbiskopf, Alter. Habibi, Kürbiskopf, inshallah. Das schmeckt richtig gut. Ich schwöre auf meine Mutter, die 5 Kopftücher trägt. Ich schwöre auf die. Guck mal, der popelt in seinem Ohr. Habt ihr gerade gesehen? Wo hast du jetzt deinen Ohrenschmalz hingeschmiert? Du hast gerade so gemacht. Zeig mal deinen Finger. Zeig mal. Klebt da jetzt Ohrenschmalz dran? Zeig doch. Schämst du dich, deine Finger zu zeigen? Da klebt dein Ohrenschmalz, Alter. Schämst dich, deinen Ohrenschmalz zu zeigen? Deine Mutter klebt da. Deine Mutter. Richtig krasser Konter, ich schwöre, du bist richtig stark, Alter. Richtig krass. Ja, beleidige weiter auf Türkisch. Ich verstehe das nicht. Babanın mezarının üstünde sikeyim. Ne istersen yap bana ne. Mach doch. Oh, richtig stark, der beleidigt meine muslimische Mutter, die 5 Kopftücher trägt, die beleidigt. Wo wohnst du? In Nürnberg, wo wohnst du? Ich schwör auf deine Mutter, du wohnst in Meck? Ich schwör auf meine Mutter, die 5 Kopftücher trägt, ich wohne in Nürnberg. Hier. Jeder kennt mich in Nürnberg. Wallah, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Guck mal, wie der guckt, wie so ein Reh. Ich komm auch. Mit deinem Match, Alter. Ich wollte direkt eure Leute aussagen, ne? Lass treffen jetzt. Wo in Nürnberg? Bist du aus Nürnberg, Umut? Komm, ich bin aus Nürnberg, komm.
Komm, ja, okay, dann. Komm, Diana Platz jetzt. Nein, ich wohne direkt da beim Hauptbahnhof. Komm gleich ein, also da beim großen Platz da draußen. Das ist keine Happy Hour, oder? Da, wo das. Junge, Alter, ich wohne direkt schräg neben diesem. Kürt übersetzt erstmal seine Sonnenbrille auf, nur weil eh schon Chaya reinkommt. B2B Hotel. Ja, da wohnt deine Mutter, glaube ich. Da wohne ich. Traust du dich jetzt zu kommen oder nicht? Hast du Schiss, ne? Jetzt hast du Schiss. Weil du weißt, wo ich herkomme. Nürnberg ist meine Stadt, Alter. Komm, Junge, warum machst du dich über Dings Allah und so lustig? Warum sagst du das N-Wort? Warum sagst du das N-Wort, Junge? Wo? Hä? Soll ich Manuelsen anrufen? Was willst du von mir? Was guckst du so? Guck nicht so. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an, habe ich gesagt. Du sollst mich nicht so angucken, ne? Wegen Klicks, was du machst, ne? Wegen Klicks, was du machst, ne? Umut, meinst du dieser Kürt da? Ibo da unten hat schon wieder Nase gegönnt. Was sagst du? Was ist deine Meinung dazu, dass ein Mann in seinem Alter, dass er anstatt, dass er sich um seine Familie kümmert, dass er gönnt? Ibo seinen anderen nicht. Nimmst du mich rein? Maschallah, richtig, Maschallah. Wer ist dieser Ülmen? Wer ist denn mit 700, 800 Zuschauern? Wer ist er denn? Hauptsache annehmen, Fame abstauben, ne? Ja. Jetzt weißt du, wer ich bin, Junge. Jetzt weißt du, wer ich bin. Jetzt geh ich deine Mutter nehmen, Adi. Herzlichen Glückwunsch, gönn dir. Und wer bist du? Natürlich geht das Ganze weiter, ne? Denn wir haben hier jetzt auch Yasser Abou-Chaka, der mit ihm live geht. Passt auf jetzt. Umut ist die ganze Zeit nur am Beleidigen, das nervt mich. Cool reden, jetzt ehrlich jetzt. Bist du Türke, Ülmen? Ja, Alhamdulillah. Türke, ich schäme dich für dich. Ey, Yasser, kannst du dem da oben bitte mal aufhören, soll mich anzuspucken? Warte, schmeckt nach Schwein. Hast du Schwein gegessen, Umut? Hä? Hast du Schweinefleisch gegessen? Wallah, die müssen alle selbst lachen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Umut, ich habe gehört, du bist auch aus Nürnberg und ich habe Angst bekommen, deswegen chill bitte. Ich, von allen hier TikTokern mochte ich dich am meisten, ja? Also alle sind mir unsympathisch, aber du warst der Einzige mit noch ein bisschen Ehre und ein bisschen Moral und ein bisschen Charakter und so, ne? Irgendwie so ein bisschen Sympathie, aber dann hast du angefangen, dir so irgendwie so ein Ringlichter zu kaufen und dir so ein RGB-Light und was weiß ich nicht was, hast dir so ein Setting aufgebaut. Da dachte ich mir, Junge, Alter, in was für einer Parallelwelt will der leben eigentlich? Aber Ülmen, wer bist du? Wer soll dich respektieren mit deinem Equipment? Hä? Wer? Ülmen, ja, was ist denn dein Content? Ja, Sadera, der hat Scheiß über dich gelabert. Alles gut, Nebka. Was ist denn dein Content, Ülmen? Das ist ja wie im Kindergarten. Ey, er hat über die Scheiße gelabert. Ich häng hier einfach nur so ab, genauso wie ihr. Ach bist nein, du das, ihr macht, bist ihr, du das da in der Mitte hinter dir? Ja, das bin ich. Das hat die Ex. Ülmen, bist du schwul? Mir. Nein, ich stehe auf Frauen. Echt? Ich dachte, du bist schwul. Nein, ich habe gehört, du willst mir die Niemka streitig machen. Die Niemka würde dich nicht mal mit der Zange anfassen. Ich glaube, so eine Frau wie sie würde mich anfassen. Was heißt Immo? Was eine Frau wie ich? Was ist los? Eine Königin natürlich, Niemka. Immo, auf Arabisch heißt seine Mutter. Immo! Nick Immo! Hey. Bist du aus Nürnberg? Bist du aus Nürnberg? Ganz kurz, hat der Umut Prozente, weil dann mache ich mich nicht mehr lustig über ihn. Wenn der Umut Prozente hat, mache ich mich nicht mehr lustig über ihn. Natürlich habe ich Prozente. Bist du nur aus Nürnberg? Niemka, ich vertraue dir. Hat er Prozente oder nicht? Ey, chill mal jetzt ein bisschen. Aber warum hast du vorhin gegen meinen Crush so geredet, ja? Du meinst Yasser? Ja. Ja. Was hast du gegen ihn? Es kann doch nicht wahr sein, dass er dich mir ausspannt. Was soll das? Nee, das war schon vor dir, also misch dich nicht ein. Hör zu, warum hast du vorhin so Scheiße gemacht? Ich krieg dich wieder zurück, Niemka. Ich schwöre bei Allah. Sei leise jetzt. Hör auf damit, Mann. Mit was soll ich aufhören? Ist ein Türkisch Million, ne? Ja, weiß ich, aber redet Deutsch. Wir sind hier ein deutscher Streamer. Alles gut, in Deutschland, dies, das, Ananas. Oğlum, sen burada para da kazanmıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Er sagt gerade zu mir, Junge, du verdienst hier nicht mal Geld, warum machst du das hier? Ich mach das hier nicht für Geld, Junge. Du Hund, ja? Ich meine, das nicht mal Geld, du verdienst nicht mal Geld, warum? Richtig, aber ich verdiene kein Geld. Aber was machst warum du das? Warte, warum tust du Islam so schlecht? Deswegen habe ich ja gefragt, was ist dein Content? Ey, chillt euch mal, was schreit ihr eigentlich so rum? Warum seid ihr so emotional? Egal was ist, ne? Wir finden es trotzdem alle unterhaltsam. Oder so. Also ich meine jetzt nicht, was er macht, sondern die alle hier zu viert. Das ist jetzt mein Echo geworden, Umut. Was willst du? Warum bist du? Warum musst du dich so krampfhaft so positionieren? Was ist mit dir? Hast du einen Mitteilungsdrang? Was ist mit dir, Junge? Ali Immo.
Guck mal, wie der sich verhält, voll peinlich, der Arme. Ja. Der will sich echt, der will sich hier positionieren. Anik Arme, immer. Ja, Umut, jeder respektiert es. Du bist der krasseste von uns Vieren hier, Mann. Du bist der heftigste. Ist jetzt gut? Dankeschön. Wilmer, woher kommst du? Aus welcher Stadt? Nürnberg. Niemals. Yasser, wenn er hier wohnt, ich fahr jetzt zu ihm. Ich fahr jetzt zu ihm. Bei Allah, so kannst du sagen, bei Allah. Leute, also ich hab's aus Versehen habe ich's gedroppt. Also ich wusste nicht, dass Umut auch aus Nürnberg ist, Alter. Aber du wohnst niemals in Nürnberg, Mann. Du wohnst niemals in Nürnberg. Ich hab dich nirgends gesehen hier, nie. Okay, wo wohnst du denn? Sag doch genau wo. Also Yasser Abu Chaka, der Bruder von Arafat Abu Chaka, fragt mich gerade, wo genau ich wohne. Also ich weiß nicht, das klingt für mich irgendwie nicht so nach einem guten Deal. Das heißt, du hast Vorurteile. Also ja, natürlich. Ich habe mir meine Meinung schon gebildet aufgrund der RTL Spiegel TV Reportagen, ja. Spiegel TV soll bei dir rein. Ja, mit Booster mal drei sogar, ja. Anik Immo. Umut, ich verstehe deine Hammerlack-Sprache nicht, Junge. Rede Deutsch mit mir. Ulmen, also dann ja? Stehst du auf. Also dann bist du auch so ein Lügner wie die. Er kommt aus Krelsheim. Krelsheim oder wie heißt? Krelsheim. Ja, Krelsheim. Ja, bist also du auch so ein Lügner wie die also, Spiegel TV und so? Also mit dieser Frage, Yasser, suggerierst du ja, dass RTL und Spiegel TV ein Lügenverein seien. Richtig. Das stellt Hetze dar. Das stellt einen Straftatbestand dar. Gehetzt. Was ist daraus dabei? Du brauchst mich nicht anschreien, Yasser Abu Chaka. Schrei mich nicht an, Alter. Ganz gut, ich hab Kopfhörer in meinem Ohr. Und ich schwöre bei Allah, mach deinen Finger runter. Hier, was jetzt? Der Umut ist so witzig, ich schwöre. Ich mag den voll. Der hampelt voll. Nee, mag so mich Kasper. Nicht, wir wissen, dass du mich mögen sollst. Aber guck mal, trotzdem lachen die beiden. Du Sonnenbrand, Alter. Hast du einmal draußen in deinem Leben, hast jetzt Sonnenbrand in deinem Gesicht. Aber also da kannst du vergessen. Was, Yasser, was kann ich vergessen? Der ist nicht schwul. Such dir was anderes. Kein Ding, ich stehe hier auf dem Lenker. Du hast hinter dir, da zwei Fahnen hast du da. Das, ja, genau das Flaggen. Passt zu dir. Das sind Flaggen, keine Flaggen. Fahnen. Genau das passt zu dir, Wallah. Danke, Yasser. Genau das von dir zu hören, das ehrt mich. Ich schäme mich, dass er Türk ist. Ich glaube, ich schäme ganz mich ehrlich, auch, Umut, glaub mal. Bruder, kein Türke benimmt sich so. Alle Türken schämen sich für sowas, Wallah. Sowas, was bin ich denn, ein Haiwan? Türken sind stabile Menschen. Ein Haiwan ist besser wie du. Menschen, besser als du. Bin ich jetzt ein Tier oder besser was? Wie du und besser als du und besser wie dein. Wie Yasser, wie du und als du soll bei ihm reingehen. Ja, Mann, jetzt hast du was gedroppt, Umut. Krass, Alter, jetzt haben wir alle Respekt vor dir. Boah, bei ihm rein mit Booster mal drei, Alter. Du bist so heftig, schon wieder spuckt er mich an, Alter! Schweinefleisch, du hast Schweinefleisch gegessen. Immer, ja, ich bin mir sicher. Merkt ihr, wie sprachlos ich bin? Ich glaube, ihr guckt gerade genauso wie ich. Wallah, wir sind alle im Schock. Amalak ist der Anik im Mystik immer. Was labert der? Anik, Amalak ist der Kurt Ibo. Sei leise. Der hat so einen Mitteilungsdrang. Was ist das für ein Ego, Junge? Hast du Angst, dass ich dir irgendwas wegnehme? Was ist mit dir? Was ist denn mit dir? Sorry. Ja, und jetzt rennt dein Papi hinterher. Ich geh nicht. Doch, du gehst eh. Ich geh nicht lange. Dauert nicht lange, dann rennst du auch weg. Ich kenne euch doch. Passt schon. Alles gut. Ihr rennt alle vor mir weg, weil ihr wisst, was für ein Typ ich bin. Heul nicht rum jetzt. Heul nicht rum. Heul doch. Warum machst du das? Heul doch, Junge. Warum machst du? Nürnberg, komm doch. Nürnberg ist meine Stadt, Junge, hast du mich verstanden? So einer wie du wohnt nicht in Nürnberg. Ich hab dich noch nie in Nürnberg gesehen, noch nie. Schatzi, was ist denn los? Oh, warte, ich weiß, wen ich reinhole, warte. Ja, hol rein, wen auch immer du willst. Ich hoffe, er ist da. Dir kann niemand helfen, Umut, niemand. Junge, mir soll auch keiner helfen, du Airi. Rede Deutsch, Junge, rede anständig. Ja, er wurde gesperrt. Echt? Ja, weil er Hetze betrieben hat, klar. Wie Hetze? Der hat gegen RTL gehetzt, der hat gegen die Juden gehetzt. Ja. Wo hat er gehetzt? Was redest du? Wo? Hier auf TikTok, in dieser App. Ja, aber Inge, erzähl doch nochmal, was er gemacht hat. Okay, ich kann nicht mehr, Leute. Es reicht. Ey, das war gerade echt anstrengend, Leute. Gut. Ansonsten, ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Denn wir müssen noch auf einiges reagieren. Wir müssen nachholen, ja. Zum Beispiel das von Mois, das von Shieno, ja.
dass mir wiedergeschrieben wurde und all so ein Zeug. Wir sehen uns im nächsten Video, ja? Also verbreitet alles schön, aktiviert schön die Glocke. Ganz, ganz wichtig. Und die erste halbe Stunde demoliert ihr das Video, ja? Also.